Diesmal geht es um Fehldrucke und mangelnde Qualitätskontrolle. Wir fangen an mit einer original verpackten RAS 094 von Telefunken. Laut Banderole ist es aber eine RE 094. Nochmal, RES 094. RE 094. Was auf der Röhre selbst aufgedruckt ist, kann ich leider nicht sagen, da die Röhre noch original verpackt ist. Auch gibt es noch keinen Händlerstempel. Die zweite Besonderheit ist eine EAM 86. Das ist ein magisches Auge bzw. magisches Band mit integrierter Diode. Diese wurde auch von Telefunken produziert und für die Bundeswehr gestempelt. Da sie von Telefunken produziert wurde, weiß ich aufgrund des Bodens, dort ist die Telefunkenraute eingestanzt, wurde aber von Siemens verkauft und man sieht, der Stempel ist genau über dem Leuchtfeld. Die dritte Besonderheit ist der sogenannte schiefe Turm von Siemens. Ist eine EL94, Entschuldigung, EL84. Es ist noch zu früh am Morgen. Und die Besonderheit dieser Röhre ist, dass der Pressteller schief aufgesetzt ist. Es ist jetzt im Video nicht wirklich gut zu sehen, aber der Boden ist schief aufgesetzt und die Röhre ist schepp, wie man es im Saarland so schön sagt. Dass sie nicht ganz in Ordnung ist, kommt hier der berühmte Wechsel der Kamera. Sieht man auch bei der Prüfung. Also man sieht, dass die Röhre schief im Sockel sitzt. So, Prüfdaten sind: Sollwert des Anodenstroms ist 48 mA. Das Steuergitter ist minus 7,5 Volt. Die Anode ist 250 Volt. Und das Ladegitter ist 250 Volt. Wenn wir die Spannungen einstellen.
das G1. Na komm. Okay, heizen wir mal auf. Also die Röhre sollte kurzschlussfrei sein. Spannung kontrollieren. Und die Röhre liefert 45,5 Milliampere. Sie soll liefern 48. Also trotz des schiefen Aufsetzens des Systems scheint die Röhre zu funktionieren, aber sie wird heiß. Und zwar heißer als normal. Ob das jetzt funktioniert. Die Anzeige ist nicht 100% akkurat, weil es sich um Glas handelt. Aber man sieht schon am Thermobild, dass die Röhre wesentlich heißer ist als spezifiziert. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Sie sieht optisch einigermaßen normal aus. Dass die Temperatur wirklich erhöht ist, kann ich auch persönlich sagen, weil ich habe vorhin schon getestet und die Röhre ist kurz eine halbe Minute gelaufen und ich habe mir beim Rausziehen die Finger verbrannt. Also sie wird richtig heiß. Wesentlich heißer als eine Stillserien EM84, Entschuldigung, 86. Die 84, Entschuldigung.